Jo, moin. Und damit ist hier unter einer Folge vorne. Was ist jetzt eine Folge zu einer neuen Serie oder vielleicht, ich weiß nicht, ob ich eine Serie daraus machen soll. Jedenfalls PvP. Und ich möchte es direkt mal auf einmal erwähnt haben. Ich spiele mit Sigma. Und bevor es dann von euch rummeckern, Sigma ist ja ein Hack-Client, du hackst. Nein, ich spiele mit Sigma, weil ich es einfach ultra cool finde. Diese Features, dass du A, Musik im Hintergrund hast und B, dass du die Version einfach hier ändern kannst. Deshalb spiele ich mit Sigma. Und ja, ich habe auch ein paar Mods hinzugefügt. Hier, da oben. Einmal Auto-Respawn, das gibt mir keinen Spielvorteil, sondern es sorgt einfach dafür, dass ich keinen Knopf drücken muss. No Hurt Cam sorgt einfach dafür, dass ich wenn ich geschlagen werde, nicht, dass der Bildschirm so kurz tickt, gibt mir auch keinen Spielvorteil. Auto-Sprint gibt es auch in Vanilla Minecraft. Auto-Tools, ups, das muss ich ausmachen, ups, so. Fulbright kann ich auch in Vanilla Minecraft machen, indem ich Gamma einfach hochstelle. Und Lowfire kann ich mit Texture Pack machen. Also Sigma gibt mir keinen unfairen Vorteil. Also kann ich sei keiner von euch beschweren, dass ich hacke. Ich nutze kein Fly und kein whatever. Das sind jetzt die Sachen, die ich benutze. So, und außerdem habe ich noch hier theoretisch Musik im Hintergrund. Ich glaube, ich mache das fürs Video aus. Aber ganz schön meine Musik hier auf jeden Fall. Ding ist nur, wenn ich das Video halt schneide, dann habt ihr in der Musik immer so wunderschöne Cuts drin, ne? Und ich glaube, das findet ihr nicht ganz so geil, aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dann Bock habt, einen Kommentar zu schreiben. Ich spiele Lucky Island, Lucky Wars, ich glaube, es ist halt Lucky Island. Der einzige Spielmodus, den ich wirklich auf CubeCraft spiele und doch diesen mit dem, wie heißt denn das, dieses Dings verteidigen, Bridge, you know what I mean. Das ist quasi einfach ein Lucky Block Modus. Ist ganz witzig, ich habe länger keine PvP mehr gespielt. Was haben wir hier? Vergiftung und Regeneration auf jeden Fall. Mega nice, okay. Und ich werde euch einfach dann die Highlights immer reinschneiden, die besten Runden, die wir haben jetzt. Alter, das ist voll die gute Runde, da direkt schon mal Rüstung anfangen. Wenn ich nicht saudum sterbe, dann könnte das sogar echt eine gute Runde werden. So, hier haben wir erstmal hier ein bisschen Dings, das weil ich immer. Ein Stück hier für MLGs, falls ich mein MLG machen muss. Ansonsten haben wir jetzt hier ein bisschen Essen. Ansonsten dann hier noch mache ich mir erstmal eine Eisen-Chestplate raus. So, damit kann ich das einmal weg und das wieder an. So, ansonsten, weiter geht's, was haben wir noch hier? Achso, ein Kompass, wie ihr seht, Kompass habe ich auch oben an. Aber Ding ist auch ein Badline, also der gibt jetzt auch keinen wirklichen Vorteil. Genauso wie links die Keystrokes und Koordinaten. Koordinaten kann ich auch mit F3 machen. So, ich habe nochmal eine Stärke 2 Steinschwert, macht 6,5. Attack Damage, das ist also fast so gut wie ein Dia-Schwert. Und der Grappling Hook Bow. Das Ding ist der Grappling Hook Bow, das heißt, ich kann jetzt quasi, ich zeige euch mal ganz kurz. Na, da vorne ist ein anderer Spieler. Ich hoffe, ich krieg den geklatscht. Habe ich getroffen überhaupt? Nö. Normalerweise, wenn ich halt irgendwo treffe, kann ich halt dann links machen, da werde ich halt dahin gezogen. Also tippe ich mich quasi dahin. Und das ist halt voll assi, wenn du das angreifen willst an einen Spieler. Ich fange mal zu gucken über Blöcke. Irgendwie ist Minecraft gerade. Ah, ist auf 100% natürlich. Fangen wir kurz ein paar Blöcke und dann würde ich sagen, gehe ich mal hier zur Mitte rüber. Und das ist jetzt, by the way, mein erstes PvP-Video. Also, ich bin auch nicht gut in PvP. Das möchte ich kurz mal gesagt haben. So, Spitzhacke, ich habe Blaze. Okay, Blaze habe ich, wunderbar. Und Regeneration Wand, die habe ich immer auf B hier. Das ist sehr, sehr nice. Der gibt mir Regeneration einfach für eine kurze Zeit. Da kann ich mich schnell Leben regenerieren. Oh Gott, ein Steintool, was soll denn das? Immer schön mental leer halten. Falls er mal einen Spieler killt, dass du halt schon den ganzen Stuff einsammeln kannst. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, komm, hol ich. Ja, warte mal, ich muss den killen, weil ich glaube, dann droppt die Rüstung. Ja. Ja, tut er. So, besserer Helm, bessere Hose auf jeden Fall. Die ist zwar fast kaputt. Sobald ich mal meine Kettenhose mal nebenbei. Ich habe so ein paar neue Spieler kommen. Es sind auch nicht mehr viele Spieler. Die meisten, die sterben einfach, weil sie sich voll dumm selber umbringen. Okay, die beiden fighten gerade. Und der hat eine Axt gekillt. Okay, ein Axtkämpfer. Also das TNT-Stab, okay, nice. Schade. Schade, schade, Schokolade. Okay, okay, weiter geht's. Oh, Schild bekommen, Schild, nein, nein, nein. Ich habe auch einen Skin für ein Schild. Das ist sogar, ich glaube, ein epischer Skin oder ein seltener Skin, ich weiß es nicht.
Ich glaube. Oh, Essen. Ich glaube, ankommen ist das. Ich bin mir nicht sicher. Digga, es gibt. Oh. Wir hatten, glaube ich, einen Explosions. Oh mein Gott! Das Folger, das ist ein Frostpath. Damit kann ich genau solche Eiswege erschaffen hier. Und das ist wirklich sau. Okay, ich hab. Oh, Scheiße. Sprachausgabe. Alles. Ah. You cannot use this one for 30 seconds. Fuck. Was? Komm, ziel, ja! Slayinweise, Handwerk, Stone, erzählt. Adrenalin kickt, Alter. Mann. Sprachausgabe aus. Okay, schnell hier. Lightning hat, der brauche ich nicht. Er hat eine Schaufel, die ist besser als meine. Oh ja, ein Stuff. Hier, bam, Dia-Helm am Start. Noch ein Dia. Ich muss schnell aussortieren, Kram, den ich brauche. Dia Chestplate, mega nice. Sonst noch was? Okay, sonst hat er wirklich nur Schrott dabei. Digga, das war so intens gerade einfach, weil ich wusste, er kann mich holen, aber. Boah. Okay, Explosive Bow finde ich nice. Oh, warte, ich habe gerade nicht mein Grappling Hook weggeworfen. Doch, habe ich. So, Schärfe, Schnee brauche ich nicht. Dragon Breath Wand hat er auf jeden Fall auch. Der ist auch super, super nervig. Okay, noch 4 Spieler. Einer davon bin ich. Und noch 3. Nein, noch 3 Spieler. Das ist meine Karten, ne? Ja, ganz ehrlich, gerade brauche ich auch nicht. Das sind alles Sachen, die fressen alles in den Zahnplatz. So, ein bisschen TNT einfach. Why not? Ich meine, komm, bumm. Wow. Hä? Egal, weg. Sehr, sehr schön. So, oh nein, der explodiert, das ist hinten Fisch. Ja. So, ich würde sogar den normalen Bogen Explosive Bow vorziehen, weil diese Explosive haben die ganzen Sonderbögen. Wir haben einen Cooldown. Stein, Papier, Schere, ich nehme Stein. Was? Oh. Oh, weil er Papier genommen hat und die Stein habe ich gerade einfach Damage bekommen. Hätte mich killen können, aber. Ach, mich doch nicht. Das Geile ist, durch diesen Stab, der hat halt 30 Sekunden Cooldown, aber der gibt ja halt relativ viele Leben. Okay, Effi, bla bla bla, aber nein, die geht mir sehr schnell kaputt. Digga, ich zitter gerade ein bisschen, das ist voll witzig. So, okay, Holzschwert, Knockback 2, oh, hätte ich vielleicht sogar brauchen können, ah, egal. Aber nicht so nah an den Dingern dran stehen, da kann nämlich auch mal was Schlimmes. Ja, oder gar nichts passieren, geil. Bam, habe ich ihn. Oh mein Gott. Das ist dieser Regeneration Wand. Der ist so gut. GG auf jeden Fall. GG, Bro. Der ist so insane gut. Aber gut, er konnte nicht viel machen. Ich meine, ich hatte 2 Dia-Pieces. Meine Hose ist weg. Was? Habe ich meine Hose weggeschmissen? Was? Sag bloß, ich habe meine Hose weggeschmissen. Digga, was mache ich denn? Da oben ist er. Hä? Was ist ein Bug, dass mein Schild nach oben geblockt wird? Das Ding? Ja! Er steht in deutlich gefährlicheren Position als ich. Oh! GG! Erste Runde einfach gewonnen, hä? LOL, was? Digga, er war so in Panik, er ist einfach runtergesprungen, der Arme.
Okay, egal, coole Runde. So, ich schneide euch wieder die besten Runden einfach rein, wenn eine Runde langweilig ist oder so, oder langweilige Szenen schneide ich natürlich raus. Aber ich laber natürlich trotzdem permanent einfach rein, weil es ist... lass mich. Oh, nee. Der Blaze kann noch nichts machen. Ich dachte, da können wir mal Feuerbälle mitschießen oder so. Hatte ich irgendwie mal im Kopf, aber... Irgendwie nicht. Oh. Ein Schild. Alter, Schild ist so stark. Das ganze PvP war früher noch in der 1.8. Jetzt haben wir es halt auf die 1.16 geupdatet hier. Vor allem Lucky Wars. Und noch eine zweite Dia-Picke. Toll, was soll ich damit? Mann. Also, ich habe das nicht die Dia-Picke am Anfang habe, das ist ein Kit. Ich weiß nicht genau, es ist ein relativ cooles Kit, weil das Ding ist, die macht halt schon mal 5 Attack Damage. Das heißt, du hast quasi immer schon am Anfang eine Waffe und das ist halt wirklich strong. Also wirklich, wirklich strong. So, Dragon Breath Wand. Okay, nice. Ich würde sagen, mit meiner Leitung fliege ich einfach mal zu der Insel darüber. Habe ich nämlich direkt noch mal ein bisschen Stuff und Frozen Bow. Ist ja noch ein Spieler unten drunter, dass ich gerade finde? Ich weiß es nicht. Weil ich safe sneakt hier auch sich einer rum, oder? Nein, hier liegt Stuff überall. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch schon gestorben. Ich meine, das sind ja. Oh mein Gott. Okay, Rüstung, nice, sehr nice. Okay, damit muss Lightrun erstmal dran glauben. Okay, das ist ein Fake Lucky Block Wand, der ist auch neu, den hat sich bis jetzt erst in ein, zwei Runden on den Blaze. Ah! Das spawnt quasi so ein Fake Lucky Block und wenn du den öffnest, dann macht er halt bumm. Nein, shit. Hier bin ich nicht, ich sterbe, ja. Ah, die Blaze hat mich noch gefeuerballt, wie ekelhaft. Jetzt spawnt der Slimes bei mir hier. Was willst du? Guck mal, das sind meine Freunde. Das sind meine Freunde, du Idiot. Siehst du das? Wir sind sehr gut befreundet. So, ich will gerne seine Linsen in die Luft springen irgendwie. Ich hab Blöcke. Brauchst du nicht gerade irgendwer? Du baut doch gerade der, oder? Hä? Bin ich blöd wie. Oh, ihr wollt's in der Ruhe einholen. Das Ding ist, ich hab Nordback 2, also. Ha! Ja, Nordback 2 ballert halt ordentlich, mein Freund, ne? Sorry, Bro, aber wow, erstmal MLG verkacken, geil. Ja, ich trinke noch diese Speed Potion, weil ich von diesen, das ist so ein Knight, der gespawnt ist, die sind ultra, ultra stark, das sind so Zombies mit so übelst heftigen Kram, die One, die hätten mich wahrscheinlich gewonnen, also die da ein, der gespawnt ist, und ich ziehe mir Speed rein, um schneller von dem fliehen zu können, und dann werde ich einfach mit einem hier drunter genockt. Jawohl, come on.